Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute schnell erklären, wie kann man den Flächeninhalt in einem Trapez berechnen. Und bevor wir jetzt direkt in die Aufgabe reinspringen, muss ich erstmal philosophisch anfangen mit, was ist überhaupt ein Trapez? Ich habe euch hier mal zwei Beispiele hingemalt, um euch zu zeigen, was die wichtigen Eigenschaften sind. Weil ein Trapez ist eine Figur, die erstens 1, 2, 3, 4 Ecken hat, also ein Viereck. Und jeweils zwei dieser gegenüberliegenden Seiten sind parallel zueinander. Gut, was bedeutet jetzt dieses parallel eigentlich? Parallel bedeutet, dass sie den gleichen Abstand zueinander haben. Und zwar egal, welche zwei Punkte man hat, wenn man den Abstand misst, sind die parallel zueinander. Wenn wir das soweit verstanden haben, brauchen wir noch eine extra Vokabel, aber die ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Das gibt das sogenannte gleichschenklige Trapez. Das nennt man dann, wenn der linke und der rechte Schenkel nämlich gleich lang ist. Dann sagt man, die sind gleichschenklig. Also das Wort gleichschenklig kommt von Schenkel, also wie bei einem Mensch. Die beiden Schenkel rechts und links hoffentlich gleich lang sind. Und das hier drüben ist dann das allgemeine oder wie ich nenne das gemeine Trapez. Warum? Hier sieht man recht gut, dass die beiden nicht gleich lang sind. Also jetzt frei erfunden, wir könnten sagen, das sind 2 Zentimeter, das sind 2 Zentimeter und hier drüben sind es meinetwegen, was weiß ich, hier ein und da 1,4 oder so. Jedenfalls nicht gleich lang. Wenn wir erstmal gerafft haben, dass es ein Trapez ist, dann können wir auch unsere Waffenkiste packen und dann die Formel für den Flächeninhalt eines Trapezes auspacken. Wichtig ist, ihr müsst wissen jetzt, bevor ihr die Formel anwendet, was die Parallelen sind, weil A und C sind parallele Seiten. Dann ist der Flächeninhalt nämlich A plus C durch 2 und das Ergebnis davon mal der Höhe. Wichtig, die Höhe steht immer rechtwinklig auf den beiden Parallelen. Wenn wir uns jetzt direkt dazu ein paar Beispiele angucken, müsste ich hier zum Beispiel jetzt rechnen, der Flächeninhalt ist 2 plus 5 halbe mal der Höhe, also mal 3. Dann hätten wir hier 2 plus 5 sind 7. 7 halbe mal 3. 3,5 mal 3. Und dann haben wir 10,5. Und jetzt passt gut auf, dass ans Endergebnis die richtige Einheit packt. Wenn wir Zentimeter und Zentimeter verrechnet haben, dann ist die Fläche nämlich später in Quadratzentimeter ist so eine kleine Fehlerquelle, wenn man das vergisst, und die meisten Dozenten legen da Wert drauf. Wenn wir uns jetzt aber das nächste Beispiel angucken, könnten wir jetzt natürlich ein bisschen stocken und sagen, wo steht denn hier jetzt die Höhe? Die wurde ja jetzt nicht extra eingezeichnet. Ist das die Höhe oder das oder das? Die beiden Parallelen sieht man ganz gut, ist die und die. Also können wir schon mal sagen, f ist gleich 2 plus 3 halbe. Und jetzt muss man halt auswendig wissen, die Höhe hat immer die Eigenschaft, rechtwinklig auf den beiden Parallelen zu stehen. Und da hier jetzt ein rechter Winkel ist, folgt automatisch, dass das die Höhe ist. Also dann mal 1. Dann haben wir 2 plus 3 ist 5. 5 halbe mal 1. 2,5 mal 1 und dann 2,5 Quadratzentimeter. Okay, schauen wir uns an, was hier zu tun ist. Ja gut, das ist doch eigentlich die gleiche Geschichte. Das plus das durch 2 mal dem. So, aber Achtung, meine Damen und Herren, jetzt seht ihr den Ernst in meinen kalten Katzenaugen. Wenn ihr verschiedene Einheiten habt, müsst ihr die gefälligst vorher anpassen.
Also wir müssen ja erstmal darauf achten, dass das hier oben 4 cm sind und das 6 cm sind, bevor wir anfangen zu rechnen. Häufige Fehlerquelle, aber es sind schlaue Leute, deswegen achtet ihr da drauf. Also ist es jetzt 4 plus 6 halbe mal 3, 10 halbe mal 3, 10 durch 2 sind 5. Sind 5 mal 3 und dann haben wir 15 Quadratzentimeter. Achtet drauf, vielleicht ist in der Aufgabe eine spezielle Endeinheit verlangt, dann müsst ihr entsprechend hier umformen. Gut, wir gucken uns das nächste Beispiel an. Na gut, dann wo könnte man jetzt die Höhe finden? Und jetzt Achtung, lasst euch nicht von mir verarschen. Ich habe das Trapez einfach gedreht. Das heißt jetzt nicht die 8 ist die Höhe und auch nicht die 4 ist die Höhe. 8 und 4 sind jetzt nämlich die beiden parallelen Seiten. Und ihr müsst euch vor Augen führen, dass A und C sind nicht irgendwelche. A und C müssen nämlich die Parallelen sein im Trapez, die wir hier oben addieren. Wenn es durcheinander wirbelt, ist es eine Fehlerquelle, aber nicht so schlimm. Jetzt kennen wir ja den Trick. Also müssten wir hier jetzt im Endeffekt für den Flächenhalt rechnen. 4 plus 8 halbe mal 5 sind dann 12 halbe mal 5 und das sind 6 mal 5 und dann haben wir 30 Quadratzentimeter. Easy peasy. Lemon squeezy. Gut. Diesen kleinen Vagabunden an. Und dann, okay, gut, ich habe die beiden Parallelen gegeben, das ist 8 und 14. Aber Achtung, mach jetzt ja nicht einen Fehler zu sagen, die 5 sei die Höhe. Weil die Höhe hat ja immer die Eigenschaft, rechtwinklig auf den beiden Parallelen zu stehen und das tut die hier ja gar nicht. Okay, aber dann, wie kriege ich jetzt diese verdammte Höhe? Und in diesem Sonderfall von Aufgabe geht es darum, wenn die Höhe nicht gegeben ist oder euch Strecken fehlen, dann muss man vorher fehlende Strecken berechnen. Also den Aufgabentyp gibt es auch. Und hier haben wir jetzt was Spezielles, weil hier sehe ich nämlich, das und das ist gleich lang. Und das heißt, es ist ein gleichschenkliges Trapez. Und in einem gleichschenkligen Trapez können wir jetzt tatsächlich einen speziellen Trick auspacken. Dazu zeichne ich jetzt aber erstmal noch hier drüben die zweite Höhe ein. So, okay, aber wie soll mir das jetzt dabei helfen, diese ganze Geschichte zu bekommen? Also wir wissen ja, die Höhen sind immer rechtwinklig auf der unteren Fläche. Das ist definitiv, was wir wissen. So, und jetzt setzen wir mal so einen Detektivhut auf und überlegen mal ein bisschen weiter. Also ich weiß ja, das Ganze hier sind 14 cm. Und dieses Stück hier sind 8 cm. Das bedeutet, für diese beiden orangenen Teilstücke hier müssten dann ja noch übrig bleiben 14 minus 8, 6 cm. Aber diese 6 cm, die ich hier übrig habe, muss ich ja auf zwei gleich große Dreiecke verteilen. Woher weiß ich, dass diese beiden Dreiecke gleich groß sind? Naja, weil es gleichschenklich ist. Also kann ich jetzt sagen, das und das Dreieck ist gleich groß. Das bedeutet, wenn wir jetzt diese 6 cm auf 2 verteilen müssen, dann ist ja eins von den Teilstücken 3 cm groß. Jetzt nehmen wir uns gedanklich mal eins von diesen Dreiecken hier raus und gucken mal, was wir jetzt alles darüber wissen. Wir wissen, hier ist definitiv ein rechter Winkel, weil das ja eine Höhe ist und die Höhe hat ja die Eigenschaft, rechtwinklig zu sein. Okay, das wissen wir noch. Wir wissen, diese Strecke ist 5 cm lang, das war ja vorgegeben. Und wir wissen jetzt, dass dieses Teilstück 3 cm lang ist. Und die Höhe ist gesucht. Gut, und jetzt haben wir ja ein fucking rechtwinkliges Dreieck. Also könnten wir jetzt hier den Satz des Pythagoras anwenden.
Das ist nochmal zur Wiederholung a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Und das bedeutet, wir müssen hier gucken. Erste Kathete oder das Ding am rechten Winkel ist h Quadrat plus zweite ist 3 Quadrat ist gleich das Ding gegenüber, die Hypotenuse, 5 Quadrat. Und dann haben wir h Quadrat plus 9 ist 25 minus 9. H Quadrat ist 16. Dann ziehen wir jetzt noch davon die Wurzel und dann ist h gleich 4. Das heißt, wir haben jetzt bestimmt, h ist 4. Und jetzt packen wir wieder in unser Skillset und packen einfach diese Formel hier nochmal aus. Also ist der Flächeninhalt im Endeffekt 8 plus 14 halbe. Mal der Höhe. Die Höhe ist 4. Und dann müssen wir es im Endeffekt noch ausrechnen. So sind dann 8 plus 14 sind 22. 22 halbe mal 4. 22 halbe, wenn man es vorher kürzt, wir sind ja schlaue Leute und kürzen vorher, ist 11 mal 4. Also 44 Quadratzentimeter. Schlussendlich, was müsst ihr jetzt aus dem Video mitnehmen? Erstens die Formel natürlich fürs allgemeine Trapez. Dann zweitens, welche Arten von Trapezen gibt es? Gleichschenklich oder nicht gleichschenklich? Manchmal sind die Trapeze auch gedreht und passt bloß darauf auf, die Einheiten anzupassen. Und manchmal, wenn euch Werte in dem Trapez fehlen, berechnet man die häufig oder meistens, indem man das Trapez in Teildreiecke zerlegt. Und dann zum Beispiel den Satz des Pythagoras verwendet. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.